So, dann versuchen wir mal hier runterzukommen. In die Stadt Kitesh. Okay, hier gibt es tatsächlich auch ein Grab. Wir gehen mal in diesen Kryptaeingang da hinten. Hier gibt es tatsächlich ein Grab in Kitesh. Alarmglocken, die sollte ich ausschalten. So, da hinten. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Aha. Valentinus, der Zeitmesser. Wieder griechisch. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Kitesh war auch die Heimat von Künstlern und Philosophen. Wer weiß, was daraus hätte werden können. So, was haben wir hier drin? Ein Bogen freigeschaltet. Sehr schön. Einen neuen Bogen. Ich habe keine Ahnung, wo das Grab sein soll. Was wir hier finden müssen. In Kitesh.
Sollten mich eigentlich nicht entdecken, aber gut. Drüben ist eine Höhle. Auf der anderen Seite. Da hinten irgendwo. Okay, das ist bestimmt hier wieder. Etwas hinter dieser Barriere. Okay, hier ist das Herausforderungsgrab. Okay, das Grab ist tatsächlich da hinten. Interessant. Ein Bär. Das klang nach einem Bär. Ich höre dich. Der hat viel ausgehalten, der Bär. Ah, zwei Fälle.
Okay, und hier geht's anscheinend in das Grab. Ich glaube, das ist dann auch das letzte Grab, was es gibt. Ja. Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Davon gibt es nicht mehr viele, verständlicherweise. Ich habe auch gerade wieder eine Trophäe bekommen. Die Frage ist jetzt, was muss man hier machen in diesem Grab? Ruinen unter Wasser. Grabflüstern. Ah, der ist sogar besser. Und der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ist das hier? Was passiert hier? Ist das Trinity von draußen oder ist das irgendwas, was mit dem Grab hier zu tun hat? Mein Gott. Wow. Krass. Alter, das ist wirklich krass. Okay. Ich brauche einen Funken. Exorzismus-Kammer. Alter. Interessant. Die Exorzismus-Kammer. Unbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Tief unter dem heiligen Boden unserer Stadt haben wir die Quelle der Verderbtheit entdeckt. Ein Höllentunnel schlängelt sich empor und verspeit den Pesthauch des Bösen. Die Verwüstungen des Dämons folgen keinem Muster, aber sein Zeichen ist deutlich. Männer zu boshaften Worten und Taten getrieben und Gottes Gnade entfremdet. Wir bringen sie hierher, zum Schlund der Hölle, um die Dämonen zu bannen. Nicht immer mit Erfolg. Oft sind die armen Kerle schon zu geschwächt und sterben, wenn wir ihnen die Bestien austreiben. Es ist schlimm, gute Leute zu verlieren, aber wir müssen dem Teufel trotzen, in all seinen Formen. Ein Priester Kitevs will denjenigen helfen, die von Dämonen besessen sind. Okay, was müssen wir hier machen? Das ist jetzt die Frage. Der
weiß, wie viele hier gestorben sind. Heute ist mein Geist klar. Gestern war es nicht und wird es auch nicht wieder sein. Sie sagen, ich hätte den Teufel in mir. Ich sei besessen. Ich kenne die Bestie in meinem Herzen. Es bin nur ich. Nur mein kranker Geist. Aber die Priester hören nicht zu. Ich verüble es ihnen nicht. An manchen Tagen sind sie Verkörperungen von Schmerz und Hass für mich. So getrübt sind meine Augen. Ich spucke und jaule, denn ich bin irr. Aber ich weiß, es ist kein Arg in meinem Herzen. Nur Krankheit, die niemand heilen kann. Eine kranke Frau weiß, dass Exorzismus sie nicht heilen wird. Nee. Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Ja, das muss man irgendwie aufkriegen, ja. Aber wie kriegen wir das Ding auf, ja? Kann man hier irgendwas machen? Bringt nichts. Irgendwas hält sie fest. Ah, okay. Okay, bleibt der Eimer jetzt unten? Okay, ich habe mich selber in die Luft gejagt. Okay. Okay, also ich muss hier... Also wenn ich das richtig sehe, ne? Also das ist jetzt natürlich die Frage. Ah, okay. Ich sehe gerade, was ich machen muss, ist wahrscheinlich. Ich muss die zwei Teile füllen mit Wasser. So. Gut, müsste hoch genug sein. So, und jetzt? Ach so, wir müssen das Ding abfackeln oder was? Nein, das
war nicht nah genug. Hä? Okay. Aber ich glaube, das ist gar nicht so eine blöde Idee. Kann man hier sonst noch was machen irgendwie? Nee, ich will das ja nicht runter. So, was müssen wir jetzt hier machen? Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Ach so, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, ob das funktioniert, so wie ich das will. So, wenn wir das so machen. Na, jetzt geht das gar nicht mehr. Warte mal. Sie haben Exorzismen durchgeführt.
müssen das so machen. Ansonsten können wir das Grab höchstwahrscheinlich nie lösen, weil wir gerade keine Ahnung, wie man es löst. Wir müssen halt das Teil. Weil der hält sich ja hier auch nie. Weil die packt das ja halt hier auch nie drauf, ne? Und dann muss man irgendwas mit dem Ding ja machen. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Ah, seht ihr? Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Okay. Hat geklappt. Wir haben es irgendwie geschafft. Jawohl, wir haben alle Gräber geschafft, Leute. Okay. Flammen von Feuerpfeilen und Molotow-Cocktails verursachen mehr Schaden und sind heiß genug, um sich durch die Rüstung des Feindes zu brennen. Cool. Sehr gut. Wenn das nicht mal was bringt.
So. Wir versuchen jetzt mal noch diese Verbündete zu finden, die irgendwo im geothermalen Tal ist. Deswegen ist die Folge jetzt ein bisschen länger. Aber wir haben viel geschafft auf alle Fälle. Dann gucken wir mal, wo die Verbündete ist. Weil wir haben jetzt tatsächlich alle Gräber gemacht und können der jetzt das geben, wenn wir die finden. Also ist jetzt auch die Frage, wo die ist. Ah, okay, die ist hier. Die ist tatsächlich jetzt hier oben wieder. Willkommen zurück. Sie hatten recht. Diese Gräber bergen kostbare Geheimnisse. Unglaublich. Wir haben so viel verloren, aber wir finden es wieder. Hier, wir brauchen keine Münzen mehr. Ein geringer Preis für dieses Wissen. Ich finde schon eine Verwendung dafür. Sehr schön. Und wieder eine Trophäe. Also, ich finde hier anscheinend auch sehr viele Trophäen, die ich hier bekommen kann. Und das finde ich richtig klasse. Ich habe nämlich gerade die Trophäe bekommen, dass wir alle Aufgaben für die Verbündeten erledigt haben. Und das finde ich richtig klasse. Warum ist denn die jetzt wieder da? Will die doch noch was? Was will denn die jetzt noch? Nee, es ist keine Verbündete mehr. So, jetzt auf nach Kritesh. Und dann würde ich sagen, beende ich hier die Aufnahmesession. Wir haben wieder einiges geschafft. Wir haben alle Gräber diesmal gemacht. Und ich bin auf alle Fälle sehr zufrieden. So, auf nach Kritesh. Sehr schön. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal hier zu Rise of the Tomb Raider. Schön, dass ihr mit dabei wart. So. Dann müssen wir erstmal warten, bis wir hier wieder in Kitesh ankommen. Sehr schön.